Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl dran, das wisst ihr aber schon, weil ihr habt ja das Video angeklickt und gesehen, von wem das ist. Vielleicht habt ihr es auch einfach überlesen, weil ihr denkt, das ist ja auch wieder bloß so ein random Name. Aber glaubt mir, die 100 hinten dran, die ist sehr wichtig. Wir spielen L.A. Noire, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Erinnert euch aber daran, dass wir im letzten Part ziemlich ratlos waren, beziehungsweise ich, denn ich möchte nicht reflektieren, auf euch reflektieren, was meine Missehandlungen sind, ne? Das habe ich jetzt, ich hätte mir jetzt fast die Zunge gebrochen schon wieder. Was ist denn hier los? Da kann man ja hochgehen. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich gehe jetzt mal wieder nach außen und schaue mal. Oder was ist das da? Was finden wir denn hier alles? Nix. Toll, die Tür ging hier auf. Oh, war das wieder höhepunktslos. Das, sowas mag ich ja. Nicht, dass ich hier außerhalb des Hauses, wisst ihr, irgendwo hochklettern kann in ein zweites. Stark Work. Ja, ja. Ja, was haben wir denn hier? Ja, was haben wir denn hier? Nichts. Wir können da nicht dran hochklettern. Boah, Kinder, was ist denn hier los? Wieso, Hallo? Hallo? Kannst du mich hier hochklettern lassen? Auch nicht. Okay, ja, da drin, wie gesagt, sitzt der Dude rum, der sich sehr sicher ist, dass wir ihm eh nichts anhängen können. Und so wie das gerade hier läuft, könnte ich da jetzt echt auch reingehen und sagen, okay, wir gehen wieder. Ne? Das ist doof. Das ist echt doof. Vielleicht hat das Spiel natürlich auch vorgesehen, dass wir zuerst jetzt hier mal woanders hingehen, was Bestimmtes rausfinden und dann mit dem Dude hier reden. Aber ich bin ja zu dem hingegangen. Ich konnte ja nicht hier so von wegen, drücke X und rede mit ihm. Ging ja nicht. Vielleicht geht's ja jetzt. Ich versuch's nochmal, okay? Hallo? You a betting man, Detective? I lay 3-1. You're wasting your time. Das gibt's doch nicht. Ist das vielleicht tatsächlich gewollt, dass wir hier völlig verzweifeln und dann sagen, ja, okay, dann gehen wir halt wieder und dann finden wir irgendwann raus, dass hier tatsächlich das ganze Übel herkommt? Wisst ihr was, das machen wir jetzt einfach. Wir gehen jetzt. Wir lassen die jetzt in dem Glauben, dass wir aufgegeben haben, unsere Spurensuche, und schauen woanders weiter. Hoffen, dass die sich hier nicht in der Zeit einen kleinen Bus mieten und nach Simbabwe abhauen? Simbabwe. Der war nicht geplant jetzt. Der kam ganz spontan. Und dann treffen wir sie, wenn sie es nicht erwarten. So richtig so. Ha, da sind wir wieder. Versteht ihr? So ein Überraschungsangriff quasi. Ein investigativer Überraschungsangriff. Lotteriegeschäft lassen wir allerdings liegen. Wir fahren mal zu dieser Buchungsagentur. Agentenbüro. Arbeitsadresse von Jermaine Jones. Genau, dessen Namen haben wir nämlich sehr prägnant schon ein paar Mal gehört. Da fahren wir jetzt mal hin und fragen den jungen Mann, was los ist. Vielleicht ergibt sich das hier erst später. Who? Marlon Hopgood, your informer. He was my corroborating witness in the Bishop case. Oh, right. Marlon. You're not still sore about that, are you? You made the case without him. He was an accessory to the abuse of the girl, Roy. As long as Hollywood exists, it's gonna be chewing up starry-eyed little girls. Marlon was small time. You caught the big fish. And look how much good it did your career. Oh, okay. Ich muss sagen, meine Erinnerung an die alten Fälle, vor allen Dingen, wisst ihr, ich lese ja viel. Und ich lese auch sehr Umfangreiches. Und da muss man viel mit Namen sortieren und klarkommen und Handlungsstränge auseinanderhalten. Und da bin ich eigentlich relativ geübt drin. Aber hier habe ich Probleme, mich an die Namen der Opfer und Täter und Mitleute aus alten Fällen zu erinnern. Die warten. Wahrscheinlich, weil das dann doch alles zu random war. Ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie nicht dran gewöhnen. I'm guessing not much talent comes out of this talent agency. Wow, wer weiß, was die da drin alles für Talente entdecken. Ja, ich weiß, das war ganz schön krass von mir jetzt. Aber so läuft das nun mal im Showbusiness. Und nein, ich verrate euch nicht, ob das eine bewusste Aussage war oder eine... Er ist also in 238. Musical Booking Agency. Overholzer. Jermaine Jones, 238. Acousticon International Sawyer Schools of Business. Also IH Overholzer ist natürlich ein geiler Name. Overholzer. Damn. Also. Wir lassen uns gar nicht lange lumpen. Wir finden das Richtige. Alter, du wirst aber nicht mein Lieblingskollege, wenn du mir hier so in der... Ja, geh schon mal rein. Geh schon mal rein. Wir können anklopfen vorher. Hey. Who let you in? Hey, schon wieder so ein Dude, der einfach wie ein Boss an seinem Schreibtisch sitzt. Hier stimmt doch was nicht.
Die sind auch schwarze? Schmeiß ihr alles kaputt. Das wollte ich gar nicht. Ich bin einfach gelaufen normal. Wieso sind denn hier alles immer bloß Schwarze? Das verstehe ich nicht so ganz. Die Toten sind Schwarze, der Typ an der Imbissbude sind Schwarze, die Führer hier, Führer sind Schwarze, die Kunden, die in den Räumen rumsitzen oder was auch immer die sind, sind Schwarze. Was ist hier los? Hoffentlich redet der Typ wenigstens mit uns. Hallo? Yes! Jermaine Jones, don't bother getting up. Your flunky Fleetwood Morgan just snitched you out. I wasn't planning to. Now you think you could tell me who the hell you are? LAPD. We'd like to take a look around. The hell you will, motherfucker. You carrying a warrant? No, do we need one? Search the place, Cole. What do you think you're gonna find, policeman? Huh? Tja, das ist eine gute Frage. Ich hab's das dumme Gefühl, wir werden hier wieder nichts. Wieder nichts finden, was ich. Jetzt habe ich gedacht, der hat ihm einfach eine Flasche übergezogen. Scott Phantom. Fine Radio. Shortwave, AM and FM. My father has a Scott. Das gibt's ja nicht. Wieso können wir das denn. FM, genau. Schauen wir mal, was finden. Nur das Ding scheint außer Gefecht zu sein, ha? Oh mein Gott! Kinder, always listen to. Always listen to. Wir haben doch da dieses, seht ihr hier, wir haben doch diesen Hinweis gefunden. Moment, Radiosendernotiz. JJ hört immer 275 FM. Oh, Geistesblitz! Da stellen wir jetzt natürlich 275 FM ein hier. 275 FM. 275. So. Und jetzt drehen wir mal das Volume ab. Hutz! Ach du Scheiße. Bin ich ein Monster oder was? Brennan, Wilt, get over here. Take these assholes apart. Ich habe schlechte Nachrichten für euch. Ich mache euch zuerst fertig. Das ist jetzt doof für euch gelaufen, wisst ihr, aber das so ist das halt, wenn man sich mit uns anlegt. Na. Bam! Utsk. Kaputt! Hoffentlich macht mein Partner. Mein Partner macht natürlich nicht den Rest. God. Oh mein Gott! Schon wieder diese Stolperaktion. Was ist denn hier los, Mann? Okay, komm her! Gnadenstoß! Sit tight, asshole. Pretend you're at the parlor getting your nails done. Cole, you better search through that stuff in the radio before you brace our friend here. Oh, was wir da wohl finden werden. Ich habe Moneten gesehen. Moneten. Ah, schönes, dreckiges Schmiergeld. How many starving musicians play with perfect, clean 50s? Ja. 50s, 100, $5,000. Oh, so einen schönen Packen würde ich jetzt auch gerne haben. Sag mal hier, da ist auch wieder so ein Wettschein. Bronson Avenue, Hollywood, Auszahlung nur an diese Nummer. Your friend Fleetwood was also a betting man, Jermaine. Ja. Allerdings, was haben wir hier noch Schönes? So ein Spritzchen, ne? Wer hätte das gedacht? Ja, anscheinend werden in Drogen bezahlt. Alles eine Wichse hier. Tut mir leid, das ist das echte Wort dafür. Stoff. Schön. Haben wir noch was? Oh, das hätte ich fast übersehen. Duke Ellington. Ramis Removals, J. Jones, immer mit Sorgfalt geliefert. Aha. Müssen besonders vorsichtig bei der Lieferung für sie gewesen sein. Gut. J. Jones, wir müssen wieder telefonieren, habe ich das Gefühl. Alles. Oder haben wir hier noch was übersehen? Habe ich hier noch was drin? Nö, das war alles, oder? Ja, das war alles.
So, junger Mann. Und jetzt schauen wir mal, was sie uns zu erzählen haben. Sitzt immer noch wie ein Boss da. Bist aber keiner. Lamont und Tyree are dead. At a stretch, the DA could have you on felony murder for supplying stolen government... Tyrone and Cornell are dead? They're on a slab downtown with the ME examining their last meal. Popcorn washed down with morphine. You offering me a deal? I have a pet judge who hates blacks. I'll give you 50 years for your two buddies. Another 30 for stealing from Uncle Sam. You'll be out by the time you're 110. Imagine the changes you'll see. I get the message. How much is this gonna cost me? Der denkt immer noch, er kann sich rauskaufen, der Trottel. Morphium aus dem Armeevorrat. Wie kommen Sie denn daran, Mr. Jermaine Jones? Who supplies the morphine? I don't know nothing about that. Zweifeln. So we make you for all of it. You're the fall guy from Mickey Cohen. In case you haven't noticed, I'm a colored man. You see any Jew boys running around here? I collect my cut. Lenny the Fink controls the action. Lenny who? Lenny Finkelstein, Mickey's dipshit brother-in-law. Mickey's brother-in-law, wer ist jetzt wieder Mickey? Ja. Okay, dieser Otti mit diesem Lotto-Ding-Zeug da. Komisch, dass der Lotto-Typ Otto heißt. Lotto-Otto? What is the link between the morphine and the numbers slips? There is no link. You're wasting your time here. Sie lügen. You're lying to me, Jones. Tell me about Merlin. Who? I don't know anyone named Merlin. Sie kennen einen Merlin. Teil eines Wettscheins aus der Brieftasche eines Überdosisopfers. Popcornbecher mit Morphium. Was haben wir denn noch hier? Lotterie, illegales Wettgeschäft. Dealer, Morgan im Besitz von Lotteriescheinen und Morphium, nannte Jones als Verkäufer. Bazinga! Fleetwood Morgan will testify that you and Merlin are expanding out of illegal gambling and into drugs. Okay. So I buy from a cat goes by the name of Merlinotti. Merlin runs the lottery for the Jew boy. The Fink has a new line in drugs. You squeal me out, I deny ever telling you. Tell us about Adi. Adi's a gambler. Fronts points on football games, fights, the horses, numbers. Chicken crossing the road. Motherfucker will take the odds on anything. What's the score with Ramez removals? I brought a radio from there. That's all. Mann, Zweifel. So when we visit Rama's removals and tell them that we want a special bookcase or wardrobe to hide our dope in, they're gonna be copacetic? And when we tell them their good friend Jermaine sent us and said they could do a nice deal for the LAPD. I could use an act like you two. Those fucks Abbott and Costello are on the slide. Hollywood could use another couple of deeply unfunny white bread humps like you. Very good, Jermaine. You have character. Now cough it up. Ramez is a good friend of Lenny the Fink. You getting the picture? Take them all in. We have a deal, right? We're after the morphine. I'll speak to the DA on your behalf. You have my word. Sehr schön. Der erste wandert mal provisorisch ins Kittchen. Und Fink ist, glaube ich, der nächste Typ, den wir untersuchen sollten, ne? Also würde ich sagen, gehen wir erstmal hier ans Telefon und telefonieren kurz mit dem Präsidenten und dann schauen wir, was wir als nächstes tun. Cut prices, shop with us. Mache ich aber jetzt nicht. Habe ich eigentlich keine Lust drauf. Phelps, badge 1247. Stow it, don't throw it. I need an address for Ramez Removals. That's Ramez, R-A-M-E-Z. Just checking. Verdammt, die kann schnell checken. So schnell geht's echt gerade mal heute im Zeitalter von Google. Halleluja. Wie haben die das damals in den 40ern gemacht? Hatten die da Google schon? Also so, wisst ihr schon, nur unter Verschluss gehalten für die anderen. Moment, kurzer Blick auf die Uhr.
Yes. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, es ist soweit, der Part ist schon wieder vorbei. Seht ihr, unsere Investigationen gehen diesmal wieder richtig schön fehlerfrei und toll und massiv voran. Im nächsten Part werden wir uns zu Rames Removals begeben und mal gucken, ob wir da diesen komischen Fink-Typen finden. Und ja, vielleicht kann der uns ja noch was zu sagen. Vielleicht ist der ja auch an allem schuld. Weiß ich noch nicht so richtig, alles ein bisschen verworren. Viele hängen hier mit drin in diesem Drogengeschäft, aber wir werden das aufklären in L.A. Noir. Wenn ihr weiter einschaltet, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.